Wolltet ihr schon immer mal wissen, wie Programmieren für Anfänger funktioniert? Dann seid ihr hier bei Desynct genau richtig. Wir wollen uns hier heute einen automatisierten Späher bauen, der auf seine Akkuladung schaut. So, dazu drei Sachen, die wir vorbereiten müssen. Nummer 1. Wieso ist das überhaupt wichtig, dass der auf seine Akkuladung schaut? Warum können wir ihn nicht einfach so spielen lassen? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Ich mache mal hier die Simulation in den Pausenmodus und dann gibt es hier den Stromschalter. Da könnt ihr euch den Strom einblenden bzw. die Energie einblenden lassen und innerhalb dieses Energieradius kriegen die Bots hier Energie. Das bedeutet, sie können ihre Batterien aufladen, sie können ihre Systeme aufladen und wenn euch das Video gefällt, gerne auch liken und abonnieren. Und das ist genau das Problem bei Spähen. So, das heißt, ihr könnt sie jetzt rumschicken und spähen lassen, aber ich zeige euch das mal. In dem Moment, wo ihr ihn hier aus diesem Energieradius rausschickt, seht ihr minus 20. Das seht ihr mal bei dem jeweiligen Bot unten drunter. Stromverbrauch 20, minus 20. Das ist der Stromverbrauch des Bots. Dann wird es weniger und wenn ihr ihn hier reinschickt, dann wird es wieder mehr. Je nachdem, wie viel Energie ihr übrig habt und dann lädt er sich seine Batterien wieder voll. So, jetzt ist natürlich die große Frage, was machen wir denn jetzt, wenn wir ihn automatisiert spähen lassen wollen? Denn das Problem ist ja jetzt, wenn wir ihn hier irgendwo rumschicken, dann ist irgendwo in der Walachei hinterher sein Akku leer und dann passiert nichts. Und genau dieses Problem wollen wir hier lösen. Nummer 2, was braucht ihr noch? Ihr müsst eine gewisse Forschung haben. So, das zeige ich euch jetzt. Achtung, ich habe hier schon ein bisschen weitergespielt. Hier, das Video enthält einen Spoiler, beziehungsweise einen Forschungsbaum. Ihr braucht Nummer 1 die Verhaltensweisen. Das ist die absolute Basis, denn damit erhaltet ihr den Verhaltensweisen Programmierchip, zeige ich euch gleich. Und ihr solltet nach Möglichkeit die Stromübertragung haben. Dort sind nämlich die Kondensatoren drin. Und die Kondensatoren ist eine interne Komponente, genauso wie die Verhaltensweisen-Komponente. Und mit diesem Kondensator, den könnt ihr bauen in einer Montageanlage mit 10 Kristallen und einer Leiterplatte, habt ihr die Möglichkeit, hier Energie im Bot zu speichern. Das sind in dem 20.000. Das reicht dann auf jeden Fall ein bisschen länger. Und dann habt ihr hier die Verhaltensweise und die wird auch in einer Montageanlage produziert, ganz einfach mit einer Leiterplatte. Eine Montageanlage hättet ihr wo auch immer. Ich habe es jetzt in meiner Homebase und da sind diese Sachen mit drin. So, das habe ich hier schon mal entsprechend ausgerüstet und Punkt Nummer 3 ist die große Frage, wie funktioniert das Programmieren jetzt an sich? Also, grundsätzlich habt ihr hier eure Verhaltensweise. In dieser Verhaltensweise wird eine visuelle Programmiersprache genutzt. Das ist eine extrem schöne Sache. Und ihr könnt im Prinzip bei dieser Verhaltensweise hier unten rechts gehen und die Verhaltensweise modifizieren. Darauf gehe ich gleich nochmal kurz ein. Die wichtige Frage ist aber, wann wird dieses Programm ausgeführt und wie wird es ausgeführt? Also, es wird kontinuierlich ausgeführt, wenn die Verhaltensweise hier drin ist und ganz wichtig, aktiv ist, das Programm gestartet wurde. Und es wird immer bei einem Simulationstick ausgeführt. So, das ist das jetzt wieder. Wenn ihr hier oben rechts mit der Maus drauf geht, dann seht ihr dort Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Simulationsticks. Ja, wir lassen die Zeit jetzt mal laufen. Und dann seht ihr dort die Ticks. Ich würde sagen, das sind irgendwie 3, 4, 5 pro Sekunde. Sieht also schon mal ganz gut aus. Das ist aller Wahrscheinlichkeit nach multithreaded, sodass in einem separaten Thread die Simulationsticks ablaufen. Grundsätzlich sollten eure Programme aber trotzdem nicht zu umfangreich werden. Ich kenne hier im Hintergrund die Mechaniken nicht. Das heißt, ihr solltet die Simulationsticks nicht zu langsam machen. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Es gibt Software, da läuft alles in einem Thread ab und da ist es wichtig, dass ihr die Programme nicht zu groß macht, weil dann die Millisekundenanzahl hier runtergeht. Das sollte in diesem Spiel kein Problem sein, aber ihr seht, pro Tick, ja, ihr seht jetzt, also das ist schwer zu sagen, pro Simulationstick wird eure Schaltung einmal überprüft und alles, was da drin ist, ausgeführt. So, das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Und jetzt gehen wir in die Verhaltensweise und gucken uns das Ganze einmal an. Wir wollen ja einen automatisierten Späher programmieren, der auf seine Akkus lauscht. Jetzt ist erstmal die große Frage, was ist das hier? Was sind das alles für Knöpfe? Dieses hier, das ist die Basis der Einheit. Hier, so, das ist ganz wichtig. Hier haben wir nämlich Gehe zu, Lagern, Visuell und Signal. Dieses Gehe zu, das müssen wir auf jeden Fall nutzen, denn wir gehen jetzt einmal, bupp,
zu diesem Note hier. Ihr könnt das, ist in dem Fall völlig egal, wo ihr ihn hinschickt. Wichtig ist nur, dass ihr ihn an eine Ecke schickt, wo Energie vorhanden ist. Das ist wichtig, das müssen wir auf wie das hier, müssen wir gleich nutzen. Also, diese vier Buttons hier, die ihr nutzen könnt, das sind die, die hier oben vorhanden sind. Ihr seht dort, gehe zu, aktueller Wert ist eben jetzt dieser Pylon, damit hier Energie vorhanden ist. Jetzt habt ihr hier eure Komponenten, die ihr hier in das Programmierfenster reinziehen könnt. So, also grundsätzlich, pro Simulationstick, den ich euch erklärt habe, wird das, was ihr hier drin seht, in diesem Fenster einmal ausgeführt. Es gibt hier einen Programmstart und hiermit sagt ihr immer, was als nächstes passiert. So, die Frage ist jetzt natürlich, was müssen wir jetzt machen? Oh ja, gut, dann sagt man halt, okay, jo, wir wollen ja mal gucken, ob wir das finden. Ein Speer haben. Oh, dann ziehen wir uns hier einen Speer rein und dann lassen wir das mal ablaufen und dann später. Ja, das kann man so machen. Aber dann ist irgendwann natürlich eure Batterie leer und dann steht ihr in der Walachei und dann, ja, dann passiert nichts mehr. Nun gut, wie können wir das Problem lösen? Grundsätzlich erstmal ganz kurz nochmal erklärt. Ihr könnt hier natürlich noch wesentlich mehr machen. Ja? Also ihr habt hier Batterie überprüfen zum Beispiel. Das ist jetzt in dem Fall, geht nur auf voll. Das heißt, das können wir nicht nutzen, denn wir wollen ja nicht auf voll überprüfen, sondern ob es leer ist. Dann seht ihr hier, könnt Signale lesen. Ihr könnt das Teil bewegen. Ihr könnt bestimmte Komponenten nutzen. Ihr könnt hier richtige Programmiersachen machen. Have an Item und so weiter und so fort. Also wirklich eine ganze Menge Sachen könnt ihr hier machen. Und das, was wir brauchen, ist meistens in der Mathematik drinnen, nämlich Batterie erhalten. So, das heißt, nach seinem Programmstart checkt er seine Batterie. Das Ergebnis speichern wir in einer Variable A. Die ist hier schon vordefiniert, die müssen wir da einfach nur eintragen. So, was ist das jetzt schon wieder? In einem jedem Programm gibt es einen Speicher. Das könnt ihr euch vorstellen wie einen Teil von einem USB-Stick oder irgendwas in die Richtung. Und in diesem kleinen Speicher wird jetzt reingeschrieben, welcher Wert die Batterie hat. Ja? Das heißt, er startet das Programm, er überprüft die Batterie und das Ergebnis kommt eben dort rein. Jetzt müssen wir durch diesen Strich sagen, was als nächstes passiert. Nur als nächstes sollten wir das irgendwie mal vergleichen, Zahl festlegen, Komponente selbst erhalten, Gesundheit, dividieren, Nummer vergleichen. Das könnte doch ganz gut passen. Dann packen wir das hier rein. Wichtig, das hier, was ihr hier seht, ist jetzt der Programmablauf. Ja, das ist hier auch so, aber hier wird der Programmablauf unterschieden in, was passiert, wenn dieses hier gleich ist, größer oder kleiner ist. Ja? Das erkläre ich aber gleich nochmal. Ihr habt jetzt auf jeden Fall die Variable A und das wollt ihr hier jetzt vergleichen. Ihr könnt hier noch viel mehr eingeben, aber wir gehen jetzt hier auf A. Das heißt, das Programm wird gestartet. Wir gucken uns an, wie groß die Batterie ist, schreiben das in eine Variable A. Die Variable A, ne, hier, das seht ihr, Schritt 1, Schritt 2, lesen wir aus, hier drinne. Und vergleichen das auf. Und jetzt müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Ich habe das auf 20 verglichen. Das war für mich ein Wert, der war ganz okay. Dann hat er noch genug Energie, um einmal zurückzufahren. Das wird verglichen auf 20. Und jetzt könnt ihr entscheiden, wenn es gleich größer oder kleiner ist. Wenn der Wert größer ist, ja, dann können wir ja ganz normal unseren Speer nutzen. Das heißt, wenn die Batterie, die wir hier gespeichert haben, größer ist als 20, so, dann haben wir ja noch genug Energie. Ne? Das ist ja überhaupt kein Problem. Und dann ziehen wir uns das hier hin. Ich kann es gleich mal sagen, wenn gleich, das werden wir nicht nutzen. Das ist in dem Fall wurscht. Dann werden wir hier sagen, hey, wir machen einen Speer und lassen ihn einfach rumfahren. So, jetzt ist die Frage, was passiert denn, wenn es kleiner ist? Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, wir ziehen uns einfach mal dieses Gehe zu hier hin. Aber, müssen wir mal gucken, gehe zu. Und das findet ihr unter Bewegen. Da könnt ihr einfach die Einheit bewegen. Wenn kleiner, ja, dann sagt die Einheit bewegen. Und jetzt ist euer Ziel, da könnt ihr jetzt diverse Sachen machen. Ihr könnt das aus einer Variable lesen und so weiter. Das Einfachste ist aber hier, jetzt erinnern wir uns wieder, was wir hier gemacht haben. Ja. Dieser Knopf hier, das sind die Basisdaten eurer Einheit. Da könnt ihr drauf gehen und jetzt seht ihr von der Einheit gehe zu ablesen. Guckt nochmal hier oben hin. Aktueller Wert ist er hier.
Das heißt, die Einheit hat 4 Werte und dieser Wert gehe zu, den haben wir definiert als dieser Energiepylon, dass die Einheit sich dort auf jeden Fall aufhalten kann. Okay, jetzt gucken wir uns das nochmal an und gucken mal, ob das so funktionieren könnte. Also, der Programmstart ist jedem Tick, ja, ich zeige es euch nochmal, mit jedem Simulationstick, wenn wir das jetzt weiterlaufen lassen, ihr seht, würde das hier funktionieren. Ihr geht jetzt erstmal dahin, weil das Programm nicht gestartet ist. Ja, sieht also erstmal gut aus. Mit jedem Simulationstick guckt er, wie ist meine Batterie. Dann guckt er, ist der Wert 20? Ist er gleich 20? Ist er größer 20? Also wenn ich noch genug Energie habe, dann fange ich an rumzulaufen und zu spähen. Und wenn die Einheit kleiner ist, dann machen wir das halt nicht mehr. So, und jetzt ist die große Frage natürlich auch, das ist zwar alles schön und gut, lieber Nerd, und wenn das alles funktioniert, nur, woher weiß ich denn, wenn meine Einheit ein Problem hat? Ja, das ist auch kein Problem. Ihr könnt euch natürlich, jetzt muss ich tatsächlich mal schauen, ihr könnt natürlich auch eine Benachrichtigung ausgeben lassen. Blub. Und dann könnt ihr euch hier zum Beispiel mit einem Wert benachrichtigen. Ihr habt hier hinten so Informationen, das finde ich ganz cool. Dann hättet ihr hier so ein Power-Down-Symbol. Da könnte man das hinsetzen und dann kommt eine Benachrichtigung. Speer XYZ hat Power Down. Ja, und dann können wir ihn noch umbenennen und sagen, dieser Speer hier, ja, das ist kein Jungtier, sondern das ist jetzt der Autospeer. Und dann würdet ihr sehen, sobald die Batterie leer ist, das ist der Autospeer. Also jetzt können wir mal gucken, wenn wir die Verhaltensweise aktivieren, ob das auch funktioniert. Und er müsste jetzt anfangen zu spähen. Ihr seht, jetzt wird seine Energie weniger. Und jetzt können wir mal, während er späht, hier in das Programm gucken. Ihr seht, ja, pro Tick, zack, Batterie erhalten, jetzt macht er erstmal wieder Spähen. Was funktioniert ja noch und dann rennt er beim nächsten Mal gleich wieder durch, Batterie erhalten, Nummer vergleichen. Habt ihr das gesehen? Batterie erhalten, Nummer vergleichen und dann ist er im Spähmodus. Tja, und jetzt wird er so lange weiterlaufen, bis seine Batterie leer ist und euch die Karte aufdecken und wirklich immer sagen, Batterie erhalten, Nummer vergleichen, dann spähe ich halt. Und wenn der Wert kleiner ist als eben diese 20, dann geht er zum Ziel und benachrichtigt euch noch. Ja, das ist der automatische Speer. Und ich zeige es euch jetzt nochmal, dann könnt ihr das gerne nachbauen, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr mehr Programmiertutorials hören wollt, vielleicht auch zu anderen Programmiersprachen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr hierzu sehen wollt, schreibt gerne mal eure Ideen in die Kommentare, gerne auch Links zu euren oder Bilder in den Discord posten dazu. Würde mich wirklich mal interessieren, was ihr damit alles gebaut habt. Ich finde es wirklich, diese Art des Spielens hier, ein absolutes Novum und wirklich mega klasse. Ja, wenn euch das Video gefällt, natürlich gerne ein Like und ein Abo dalassen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Programmiertutorial mit dem Strategienerd bei D-Synct. Euer Strategienerd.